Wenn ihr das riechen könntet. Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Heute machen wir Dinkel Cranberry Cookies. Und das Beste daran, wir machen die ohne Zucker, also könnt ihr die ganz ohne Reue genießen. Wir brauchen 200 Gramm Dinkelflocken, 100 Gramm gehobelte Mandeln und 50 Gramm Cranberries. Dann brauchen wir noch 100 Gramm Proteinpulver. Wir nehmen heute das Cookies and Cream, 350 Gramm Magerquark, 2 Eier, 2 Eiweiß und 2 Teelöffel Backpulver. Wir geben die Zutaten alle in eine Schüssel. Und dann rühren wir das Ganze gut durch. Und schon ist unser Teig fertig. Jetzt heizen wir schon mal den Backofen auf 180 Grad vor und legen ein Backblech mit Backpapier aus. Dann nehmt ihr euch 2 Löffel und portioniert den Teig, je nachdem wie groß ihr die Cookies wollt. Sie sollten nur so ziemlich gleich groß werden, damit sie einfach dann auch im Ofen alle gleichzeitig fertig sind. Dann formen wir sie uns noch etwas zurecht. Das geht einfacher, wenn ihr den Löffel immer wieder in Wasser taucht. Dann klebt das Ganze nicht so fest. Ich mag sie nicht zu dick, deswegen drücke ich sie schön flach. So, jetzt wandert das Ganze in den Ofen. Hoffentlich kühlen sie schnell aus, damit wir sie endlich probieren können.